heiße Merita Jetti, ich bin 22 und ich komme aus Dübendorf. Ich bin jetzt im vierten Semester und schließe den Sommer die schulische QV ab und mache dann ein Jahr das Praktikum und anschliessend dann den praktischen Teil abschliessen. Somit habe ich meinen Abschluss im Jahr 2020 als Kauffrau EFZ. AK bietet mit der Vollzeithandelsschule eine gute Alternative zur normalen KV-Lehre. Der Vorteil ist unter anderem, man hat das Bürofachdiplom, das Handelsdiplom und je nach Profil noch zusätzliche Zertifikate in Französisch und Englisch. Bei der Jobsuche dann ist es natürlich von Vorteil, dass man die verschiedenen Diplome zu den Bewerbungen beilegen kann. Ich habe mich für den Lehrgang entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich zuerst den schulischen Teil abschliessen möchte und dann den praktischen Teil, dass ich mich wirklich zuerst mal auf ein Thema fokussieren kann. Ich fühle mich sehr wohl in der Klasse. Ich habe auch am Anfang sehr schnell neue Leute kennengelernt, habe sehr schnell Kontakt knüpfen. Ich mag eigentlich alles an diesem Lehrgang. Ich habe auch Fächer für mich entdeckt, wo ich vorher gedacht hätte, nein, das würde mich jetzt weniger interessieren. Das Rechnungswesen habe ich am Anfang gedacht, Mathe ist eigentlich nicht so wirklich mein Interesse. Aber durch den Unterricht bin ich wirklich vom Positiven überzogen worden. Ich hatte sehr viele Aha-Erlebnisse, vor allem in W&G und Rechnungswesen, wo oft etwas schwierig ist, am Anfang das gerade zu verstehen. Aber umso mehr habe ich mich gefreut, wenn ich dann den Zusammenhang der einzelnen Themen verstanden habe und auch die Verknüpfungen herstellen konnte. Durch diese Fächer in der Schule konnte ich auch meine Sprachen, vor allem im Englisch, sehr gut festigen. Ein Tipp, den ich wirklich allen zukünftigen Schülerinnen und Schülern geben kann, ist, von Anfang an wirklich Fragen stellen, wenn Probleme auftauchen.